Hallo, boah, was ein Wetter, ist es so heiß. Und ich kann schon nicht mehr, was ist schon verkackt, egal. Auf alle Fälle beglücke ich euch heute diese Woche mit drei Kochstreams, weil wir morgen eine Urlaubsvertretung für den Shaditz machen. Deswegen wird dieser hier wetterbedingt ein kleines bisschen kürzer, aber dafür umso leckerer, ihr versteht? Heute gibt es nämlich, ich muss ablesen, Pasta al Limone von Italiano de Mori. Für euch herzlich willkommen bei Kochen für Vollpfosten. Hallo Sona und hallo lieber Chat. Hallo Da habe ich schon Mori. gesehen, Hallo hallo, Chat. da habe ich schon gesehen, der Reh, der Liverpool, der Dave ist schon da. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich hoffe, er ist schön. Also bei uns, ich jammer immer über das Wetter. Ihr kriegt es ja auch im Discord mit und so. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß nicht was. Aber es ist halt tatsächlich so, man duscht, dann kommt man raus aus der Dusche, trocknet sich ab, dann geht man ins nächste Zimmer und merkt, man schwitzt und ölt. Es ist eklig. Sona, wie geht's dir? Ich schwitze. Ja, wir schwitzen alle. Es ist, also, wir müssen ganz ehrlich sein, heute ist es ein bisschen besser. Die Ja. Temperatur ist nicht so hoch, aber Ja. die Luft quält einen immer noch. Ja. Aber ich meine, andere machen ja extra Urlaub bei so einem Klima. Müssen da aber wahrscheinlich auch nicht arbeiten. Da sage ich mal so. So, pünktlich. Ja, ich bin fast immer pünktlich. Fast bin ich immer pünktlich. Ne, also fast. Hallo, hübscher Mann. Hallo, für eine einzig Wahre. Ein Mann, ein Körper. Ja, habt ihr eigentlich schon warte mal, mein Bart gesehen? So, wenn ihr euch fragt, was soll das? Diese Diskussion wollen wir gleich ausführen, weil ich habe da ein Persönlichkeitsproblem und vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Dazu kommen wir aber später. Wie gesagt, wir machen heute einen Zuschauervorschlag. Und zwar, ich habe keine Ahnung, es sind Nudeln, die sind relativ einfach, das wird jetzt alles auch nicht so lange dauern, also keine 2 Stunden oder was. Die sind aber mit Zitrone. Also es sind saure Nudeln. Sag ich das richtig? Saure Nudeln, Sona? Ist das dann so? Hast du schon mal saure Nudeln Ja, das ist gegessen? ja sauer. Ich glaube nicht, dass es auf sauer hinausläuft. Das wird so eine schön zitronig, frische Note haben, schätze ich mal. Ja, mal gucken. Also ich bin da sehr gespannt. Ich kann da nicht wirklich viel mit anfangen. Pflaumen. Blackbird, ja. Nein, nein. Ich hab mir jetzt, ich weiß nicht, ob man das sieht, ich habe mir nur die eine Seite rasiert. Ne? So sieht man es gut jetzt, ja, wenn du so guckst. Und ich bin, als ich, also ich war beim Friseur. Grüße gehen raus, sie weiß Bescheid. War ich, ich wollte Sona ein bisschen ärgern, alles gut. Sona mag meine Friseuse nicht, ich weiß nicht warum. Ich So, schon. und ich habe sie hat mir einen Tipp gegeben, die Friseuse, und zwar, Friseuse ist richtig? Friseurin, sage ich eigentlich mal. Friseurin, okay, Friseurin. Friseuse ist, glaube ich, abwertend, oder? Egal. Auf alle Fälle sieht man, ich hatte vorher den Bart so, ja? So, da sagte sie, da stimmt die Proportion nicht mehr. Also habe ich mir den Bart rasiert, okay? Das mag Sona aber nicht, weil dann sagen viele, ich sehe dadurch zu jung aus, so Babyface-mäßig. Ja, wobei Babyface-mäßig bist du erst, wenn du das richtig nass rasierst. Aber so wie du es jetzt auf der linken Seite hast, ist es, also von mir aus gesehen, Ja? ist mir das so, weiß ich nicht, zu kurz. Ich mag das Zu lieber, wenn der kurz, Mori einen tatsächlich? längeren Bart, also nicht langen Bart hat, aber so wie es jetzt auf der anderen Seite ist. Ja. Aber ich piekse dann doch dadurch so, oder nicht? Nee, mit dem kürzeren piekst du. Ja, meine ich doch. Ja. Also das kommt ja noch dazu. Aber auf der anderen Seite sieht das aber aus wie so ein als ungepflegt. Weißt du, als hätte ich keinen Bock gehabt, mich zu rasieren. Shirt aus, Schürze um. Boah, ey. Ja, du musst so rumbleiben. Ja. Also, stimmt. Gut, ey, mal, bei dem Wetter habe ich tatsächlich die Schürze vergessen. Das ist wahr. Aber oh, Waltraud kriegen wir möchte, hin. dass du direkt was trinkst. Das ist sehr lieb, Waltraud. Das kann ich nämlich gut gebrauchen bei dem Dreckswetter. Ich Ja. hoffe, das ist bei euch ein bisschen entspannter. So, jetzt könnte es Geräusche geben. So, Es, Entschuldigung, ich da, hoffe, ja, das. jetzt kam gerade von mir ein Windows-Geräusch schon wieder, immer zum Stream. Es war nicht Ja. euer Rechner, alles gut, es war meiner. Ja, am besten ist immer, wenn man irgendwelche YouTube-Videos guckt und dann kommt dieses Discord, dieses Dudung oder so. Und dann geht's weiter. Mir ist So, dann hier also, meistens sind Wasser. das so Sachen wie, hier, ich habe die und die Erinnerungen gespeichert oder so, irgendwelche Ja. Bilder, die er dann gezogen hat. Also, ich habe ja. Ich bin. Mir geht es wirklich nicht um die Follower. Ernsthaft. Ist mir egal.
Hauptsache, ein paar Leute haben Spaß, wenn ich ein bisschen rumkoche. Da reicht mir einer im Chat, alles gut. Aber so für die Psyche ist das interessant, wenn du ganz kurz vor den 100 Followern bist. Also, ne, bin ich ja ganz ehrlich. Da will man die 100 ja dann auch schon haben. Nicht wegen der Größe, sondern einfach weil so ein Gamification-Faktor, okay? Und worauf wollte ich jetzt eigentlich? Achso, genau. Zum 100. wollen wir irgendwas Besonderes machen. Mit Reh haben wir schon besprochen. Zum Tausendsten mache ich einen draußen auf dem Balkon vor den Nachbarn alle, ist mir völlig egal, einen Hot Tub Stream. Den mache ich, das Stil. Bei 1000 Followern verspreche ich hier, mache ich das. Ist mir völlig Wumpe. Aber was mache ich bei 100? Das ist eine Frage, die ich mir noch klären muss. Und ich muss jetzt was oder darf jetzt was trinken. Danke, lieber Waltraud. Die liebe Maya liegt derweil oben auf den kalten Fliesen bei Frauchen. Und die schläft tief und fest, fürchte ich. Ja, Also wir hatten nämlich ich sehe heute. nur den Rücken, aber der Atmung nach zu urteilen, ist die sehr tief und fest am Pennen gerade. Richtig, wir hatten nämlich heute einen Ausflug und so. Und bei dem Wetter, da ist sie jetzt absolut platt wahrscheinlich. Hatte auch ein bisschen Feindkontakt mit einem anderen doofen Köter. Aber alles gut, ne? Da ist nichts passiert. Nur war halt viel Trubel und. Ja, ich hätte mir wahrscheinlich fast eine Anzeige kassiert wegen Körperverletzung. Aber so passiert das nun mal. Bei Maya Da ist nichts steckst du nicht passiert, aber drin. den anderen Hund vielleicht. Nein, auch nicht. Ja, Aber, eben, ne? ja. So, genau. Genau. So, wir gucken uns jetzt aber als allererstes an. Also, wenn ihr Vorschläge habt, was man zum 100. machen könnte, gerne her damit. Wir sind für jeden Vorschlag offen. Da können wir gerne was sehr Lustiges machen. Allerdings müssen die 100 auch dann, also die letzten Follower, ist wirklich langwierig. Aber, ich meine, dafür ist es ja dann auch dann umso schöner, wenn es dann irgendwann klappt. Dann sortiere ich jetzt schon mal die Klamotten, die ich brauche. Können wir ja schon mal herlegen. 200 Gramm Nudeln. Wo hast du die hingepackt? Hallo Wahrscheinlich hier unten, Maya ne? Sitter, nee, Hallo, Majas. in der Schublade, wo die Rezepte lagen. Ach so. Aha, da sind wir. So, da haben wir 500 Gramm. Wir brauchen 200 Gramm. Das ist natürlich so eine geile Packung, die man aufmacht und dann sind alle auf. Es macht aber nichts. Ist das so? Kriegen die nicht so Luftfeuchtigkeit? Nee, ach, das ist egal. Kannst du so ein bisschen luftdicht zumachen, vernünftig, und dann geht das schon. Ja, wenn ich die richtig aufreiße, bestimmt. Ja, du, Bitte du, da bist du halt bitte nicht so du. talentiert, aber das macht nichts. Hals, Dann ist alles in meinem Auge. Wow. esse ich die Tage mittags mal Nudeln, da komme ich mit klar. Das ist doch gut. So, wie geht's euch sonst so bei dem Wetter? Seid ihr einigermaßen entspannt? Ich habe ja schon im Discord gelesen, bei euch einigen ist ja schon deutlich kühler sogar geworden. Currywurstfirmen testen, die sind leider zu weit weg. Sonst wäre es ultra geil. Sonst würde ich tatsächlich so live Kamera anschmeißen. Ne, warte mal, ich will diese geilen Rollen. Ach, ist ja eigentlich egal. Und dann würde ich Live-Tasting machen oder so. So, der Liverpool ist im Arsch. Ich glaube, Arsch darfst du im Chat schreiben. Das ist in Deutschland nicht als böses Wort getaggt, sozusagen. Was ist das denn? Huch. So, wie weit brauche ich 200? Wie gesagt, ne? So, 200, 100. So, 100 da und dann knallen wir noch ein paar Einzelne dazu. Oh, lecker Schmecker. Hallo. Jetzt kommen wir auch auf die 200 kommen. So, passt. Sehr schön. So. Dann mache ich die mal so zu. Also hier sind 22 Grad, aber das darf man hier nicht sagen. Wieso darf man das hier nicht sagen? Weil wir dann neidisch werden oder was? Also Gottes Willen, wir gönnen. Wir gönnen. Also ich bin da. Jeder soll schönes Wetter haben. Kannst auch einfach Supermarkt einkaufen, die Currywurst. Ja. Da gibt's, glaube ich, nicht so viel Auswahl. Und das Problem ist, dass also Currywurst-Tasting, da kriege ich so noch nicht zu, glaube ich. Weil das ist Curry, für den Magen. Bitte? weil zu scharf oder Ja, weil, also das ist für den Magen, wenn du verschiedene Currywurstsoßen probierst und so, kann das echt anstrengend werden. ja, okay. Also, ich finde die Idee geil, aber ich glaube, da kriege ich so noch nicht ganz zu. Ja, Aber wir ich kann ja arbeiten uns hoch. nebenher Pommes testen oder so. Ja, genau. Sehr gut. Sehr gut. Die Luft ist echt übel, Hund ist platt. Ja, Maya liegt auch komplett platt oben. Weil, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich bin da ganz ehrlich. Bei mir ist so der Punkt, ich mache auch nichts mehr. Also Tanja, Sona und ich haben uns Setting. viel für ihren Urlaub vorgenommen, was wir jetzt in der Wohnung alles machen wollen. Und wir haben auch angefangen, haben auch viel erledigt, aber wir kommen jetzt einfach nicht weiter, weil diese Überwindung viel zu krass ist, weil wir einfach nur sitzen wollen
und schwitzen wollen. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist leider ein bisschen faul, aber ich kann es gerade nicht ändern. Also mir wurde halt den einen Tag wirklich schon so richtig schwummrig und schlecht irgendwie. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, komm, dann lass mal es liegen. Es juckt uns jetzt halt auch nicht wirklich, wir sind ja auch nicht so pingelig. Das Von stimmt. daher, ja. Das stimmt. Würdest du von dem Fertigfraß freiwillig mehr als vier essen wollen würden? Ich nicht. Ja, wenn wir probieren, probieren wir ja verschiedene Sorten, aber wir müssen das ja da nicht aufessen. Wir Das müssen es ist dann ein teilen, wir bisschen. teilen es ja auch noch auf, so quasi. Genau. Und dann auf der einen Seite ist es natürlich ein bisschen Lebensmittelverschwendung, das ist so. Aber jetzt sind die Portionen bei diesen Mikrowellen-Currywürsten jetzt auch nicht so monströs groß. Also, ja, es kickt mich schon irgendwo. Also, so ganz weit weg bin ich da nicht. Ah, aber die Sache ist, also das, pass auf, das können wir unabhängig davon sowieso machen. Aber bei den 100 Followern möchte ich auch was Lustiges machen, was Albernes, ja, so ein bisschen mal aus mich herausgehen. Jetzt nicht, dass ich mich blamier oder so, also ich würde jetzt auch nicht hier nackt stehen, verstehe mich nicht falsch, aber so ein bisschen so was Lustiges, was Spaßiges, wäre ich voll dabei. So, ja, mal gucken, was es so gibt, ne? Wo ist denn Sona? Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie Die denn? Sona? Nee, die Sona ist heute, die fühlt die Kamera einfach nicht. Die Sona hatte Erlebnisse heute und die verkrümmelt sich ein bisschen im Off. Ja. Also die Sona, da darf man so ein bisschen, also im Ja, Kleinen essen, alles oder? gut. Ja, mir ist das vollkommen egal. Ich stehe dazu, was ich gemacht habe. Ja, also wir sind heute Gassi gegangen und mit Freunden auch. Und dann kam ein Hund, also nein, anders. Wir sind in einen Park gegangen und dort saß ein paar, ich sag mal so 50 Meter weiter, saß ein älterer Herr zusammen mit seinem Hund. Die kennen wir schon, die sind immer unangeleint, obwohl das ein Kinderspielplatz in der Nähe ist, ein Park, da darfst du nicht unangeleint und überhaupt. Und dieser Hund hat ein Thema mit Maya, der rastet immer komplett aus, wenn er Maya sieht. Der wird richtig aggressiv, fletscht, beißt, steht vor ihr, geht voll auf Angriff. Also nicht jetzt beißtechnisch, aber so kurz davor, dass man das nicht Schnappt einschätzen kann. immer so, ja. Genau. Das Problem ist, dass für Maya ist das Stress. Maya lässt sich das aber auch nicht bieten. Und Maya denkt sich, ich könnte dich ja mal beißen, wenn du mir so doof kommst. Das wollen wir natürlich nicht, das wollen wir verhindern. Deswegen haben wir denen schon tausendmal gesagt, nimm deinen Hund an die Leine. Du kannst den Hund nicht freilaufen lassen, offensichtlich, weil der andere Hunde attackiert. Und wenn es nur ein Hund ist, und zwar unser, das ist egal. Die Situation musst du vermeiden. Macht er aber nicht. So, jetzt saß er da mit seinem Hund und wir haben gedacht, der hat den an der Leine oder er hält den fest oder wie auch immer. Und wir waren noch dazu mit einem Kleinkind unterwegs. Muss man sich Also mal reintun. wirklich klein, das ist so klein, dass die könnte auf Maya reiten, da braucht man nur einen Sattel für. Also Richtig? zwei oder so ist die, glaube ich, ne? Ja. Nee, nicht mal. Nicht mal. Ich Nicht mal. weiß es, ich kann es nicht einschätzen. Ich habe. Ganz schwer zu sagen. Also kann gerade so ein bisschen Mama sagen. Weißt du, so die Ecke. Und der Hund peitscht auf einmal volles Pfund auf uns zu und auf Maya auch. Und da hätte er mal so ein Erlebnis. So nah dazwischen und hat mit allem, was sie hatte, diesen Hund zurückgehalten, um das mal nett auszudrücken. Und die Situation dann versucht zu entspannen, bis dieser Spacken irgendwann mal auf die Idee kam, selbst aufzustehen. Der war nicht der schnellste, weil der ist auch weit über die 60, schätze ich. Und diesen Hund irgendwie einzufangen. Ja. Der hat ja nie mal was gemacht. Genau, das Allergeilste war, als wir dann so ein bisschen, als die Situation sich entspannt hat, sind wir weitergegangen. Und der Typ, Sona sagt noch, ich glaube, ich spinne. Daraufhin antwortete der Typ, das kann ich nicht beurteilen. Und da habe ich. Weil ich eh schon, ich war auch schon voll auf 12, nur Sona kam mir davor, weil Sona da wirklich körperlich klargestellt hat, hier ist jetzt Ende. Also. Ich habe ihm auf gut Deutsch gesagt, ich habe dem Hund eine mitgegeben, weil der war wirklich ganz kurz davor, Maya zu erwischen und da wollte ich dazwischen. Genau. Und dann habe ich mich nochmal zu diesem Typen hingesetzt, während dann Sona und die Freunde mit dem kleinen Kind weitergegangen sind, habe ich mich nochmal zu dem Typen hingesetzt. Und hab gesagt, dass diese Veranstaltung, die wir jetzt alle paar Tage haben, die endet jetzt. Ja, und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Und deswegen ist Sona heute zu Recht aufgeladen, geladen und hatte jetzt keinen Bock, da jetzt großartig für die Kamera sich fertig zu machen. Ist aber völlig okay.
So, dann darf ich mal kurz den Chat vorlesen. Kokosmilchbrot, ja, Timeout, nein, Spaß. Der will doch nur spielen, ja. Das ist das Allergeilste. Der rennt dann immer dem Hund hinterher und sagt immer, alte Zicke, alte Zicke, alte Zicke, womit dieser Hund offensichtlich überhaupt nichts anfangen kann mit dieser Info. Und das war's. Das ist für ihn dann der Part der Erziehung. Also, das ist, so einen hat jeder bei sich in der Nähe, leider war. Es ist halt wirklich, also ich glaube, Tierbesitzer, oder Hundebesitzer vor allem kennen das, weil das Problem ist, der Hund kann ja nichts dazu. Aber wenn du so ein Herrchen oder ein Frauchen erwischt, die mit der Situation überfordert sind, zu dumm sind oder sagen wir mal nicht artgerecht handeln, ja, dann ist da richtig Potenzial hinter für richtig Krieg. Sorry, ich weiß nicht, alle Hundehalter sind so, aber deswegen habe ich keinen Bock, bei uns im Feld laufen zu gehen. Uneinsichtige Hundebesitzer, bin aufgrund von Kindheit kein großer Hundefreund und mag den Abstand. Nicht bewusst, ist wie mit Spinnen, aber die juckt es einfach null. Ja, verstehe ich gut. Ich muss allerdings dazu sagen, dass wenn du einen braven, süßen, schnuffigen Hund hast, der auch gut erzogen ist, sage ich jetzt mal, dann kannst du echt eine schöne Zeit mit dem Hund haben. Dann ist das wirklich eine schöne Sache, wenn du grundsätzlich so eine Verbindung zu Tieren aufbauen kannst. Weil dann hast du diese Angst, diese Aggressionsthematik, hast du da gar nicht. Also hast du nicht irgendwie das Gefühl, oh, der beißt gleich. Das habe ich zum Beispiel bei Katzen. Ich kann keine Katze streicheln, das geht nicht, weil ich immer denke, die gibt mir sofort einen mit, weil das war bei mir in der Kindheit so. Ja. Einen, bei mir ist in der ganzen Gegend, hier wohnt ein Dude, der hat ein Loch in der Hecke, damit der Hund alleine laufen gehen kann. Ich raste aus. Gott. Alter. Bewusst, weil kein Bock mehr laufen zu gehen mit dem. Boah, das. Oh. Ja, Mann. Ja. Und dann weißt du, der Hund darf machen, was er will, kennt keine Grenzen, weil der keine Grenzen aufgezeigt bekommt. Das ist ganz furchtbar. Ja, Baseballschläger mitnehmen. Also es geht ja jetzt nicht darum, dass wir uns bewaffnen wollen, um die fertig zu machen. Nur, also Ordnungsamtanzeige, so typisch Allmann, ist klar, geht sowieso schon mal raus. Und ja, was dann halt so bleibt. Und ja, wir, weiß ich auch nicht, ich muss den Typen auch mal in die Ruhe schmeißen, glaube ich. Also irgendwie muss er da der mal lernen. Es gibt schon Idioten, definitiv. Da gönne ich mir lieber die Katzen, Spaß beiseite, die Hunde sind meistens in Ordnung, nur der Mensch, genau das. Tierabwehrspray, nein, muss nicht sein. Ja, das ist das, also, wir wollen dem Hund nichts. Das ist zwar offensichtlich ein aggressiver Scheißhund. Wir wollen den Hund nur blocken in dem Moment, wenn er angreift. Also, wenn der angreift, dann wollen wir ihn blocken. Und da ist dann zum Beispiel Sonnenspray oder ja, Körpereinsatz und so ja auch völlig in Ordnung, meiner Meinung nach, ohne jetzt dem Tier zu schaden, sondern zu stoppen. Okay? Ihr wisst, was ich meine. Ja, also ich, wenn ich mal was dazu sagen darf, Gerne. ich habe immer Pfefferspray dabei. Und ich würde Ja. niemals zögern, das zu nutzen. Das ist mir auch egal, ob dann gegen Hund oder Mensch, wenn irgendeiner mir oder Maya eine Wäsche will. Ja, klar. Weil ein, also in dem Fall, das ist halt wirklich ein Härtefall. Ich habe diesem Typen schon mehrfach wirklich freundlich noch gesagt, dass er den Hund an die Leine nehmen soll. Das Problem heute war auch einfach, dass wir das kleine Mädchen dabei hatten. Und wenn dieser Hund in uns reingerannt wäre, wäre unter Umständen, hätte dieses Mädchen vielleicht noch was abgekriegt. Und da hört der Spaß dann noch mehr auf als nur bei meinem Hund. Und ich Ja, würde ja. dieses Pfefferspray definitiv benutzen. Im Notfall natürlich nur. Auch wenn, gar keine Frage, der Hund kann da überhaupt nichts für. Dass der heute eine gewatscht gekriegt hat, ist eigentlich auch ein Unding, weil das ist immer noch Schuld des Halters, weil eigentlich hätte er die gewatscht kriegen sollen. Ja, ja. Aber um mich und meinen Hund zu verteidigen, würde ich sowas definitiv nutzen. Das ist ja nichts, was Ja, den, ist selbstverständlich. ja auch nichts, was den Hund umbringt oder so. Nein, Aber nein. ich lasse mir das halt auch nicht von solchen Leuten versauen, meine Spazierwege zu nutzen, meine Ja. alltäglichen so. Das ist halt auch vollkommen bescheuert. Richtig. Richtig. Genau das. Und ja, das macht die Sache leider ein bisschen delikater. Aber so ist wenigstens was los bei dem Wetter, ne? Haben wir Storys zu erzählen? Das ist Nein. doch schön. Also, es ist halt wirklich nicht lustig. Und das Problem ist natürlich, brauche ich euch auch nicht sagen, natürlich hauen wir jetzt das Arbeitsamt an. Aber, genau, wir hauen das Arbeitsamt an. Die werden uns helfen. Ich meine natürlich Ordnungsamt. Werden wir anträgern. Und wie man das als guter deutscher Allmann so macht. Das Problem ist natürlich,
bis da mal irgendwie was passiert. Und der springende Punkt ist Verteidigung, finde ich okay. Und ja, dann muss er halt damit leben, weil das Problem ist natürlich, worum es uns ja geht, ist nicht jetzt die Leute zu erziehen oder sonst irgendwas, sondern wie Sona sagt, wir wollen ohne Angst Gassi gehen. Und dann muss das wohl so laufen. Es ist schade, dass es so laufen muss. Zwischen zwei Hunde springen fühle ich nicht. Sona hat das aber mit sowas von mit Bravour geschafft. Das ist keine Entscheidung, die ich gefällt habe. Das mache ich Ja. einfach. Das ist, also das muss man gesehen haben. Also ich wollte auch zwischenspringen, aber das war nur wirklich nicht notwendig. Ich habe nur gelernt, dass ich mich niemals mit Sona anlegen darf. Das habe ich gelernt. So viel steht ab. So viel steht klar. Achso, ich habe das von Meyer-Sitter überlesen. Ich habe Spray, tut mir zwar leid wegen dem Hund, aber geht ja anscheinend nicht anders. Ja, also das ist halt, ja, das Mittelding. Ich verstehe, dass das, ne, das ist natürlich. Also dann eher den anderen Hund abwehren. Ja, abwehren, das ist das. Also abwehren, darum geht's, ja. Anzeige stellen wegen Nötigung, nee, das ist, du kannst halt, ja, das Problem ist, Also, witzigerweise, ja. darf ich? Dieses Abwehren habe ich versucht. Also ich habe den angeschrien, ich habe mit körpersprachlich mich groß gemacht, zu verstehen gegeben, so jo, bis hier nicht weiter. Und der war aber so im Tunnel auf Maya zu, da konnte es, also der hat da überhaupt nicht drauf reagiert und hat da eine mitgekriegt dann. Ja. Ja, also Das. das funktioniert halt leider nicht immer. Also nicht Nee, bei nee, jedem nee. Hund. Und ich finde es schon kritisch, wenn sowas bei einem Hund nicht funktioniert, weil die Situation so ähnlich hatte ich schon öfter oder wir. Und normal reagieren Hunde darauf, wenn du dich vor denen aufbaust, die so mit Hand wegschickst oder die denen halt deutlich sagst, hier mach dich vom Acker. Das funktioniert normal. Und ein Hund, der darauf schon nicht mehr reagiert, finde ich schwierig, finde ich ganz schwierig. So sieht's aus. Du hast mir diesen Grana Padona mitgebracht, richtig? Pardano, Padano, ja, oder so. Ja, Hauptsache italienisch. Hallo Hallo Queenie. Queenie! So, also bevor ich meinen Hund beißen lasse, ja, ganz genau, das ist der springende Punkt. Wird nichts bei rumkommen, aber vielleicht schauen da mal Tier, wie auch immer, sowas macht man. Ja, also das ist sowieso klar. Wenn mich jemand im Ordnungsamt wegen 2 Zentimeter Heckenüberschutz verpetzt, der kann auch mal wegen dem Hund nachschauen. Das, ja, ganz genau. Nicht mit Sona anlegen, das merkst du erst jetzt, ja. Also, klingt wie eine Diagnose. Ja, genau, wem hat Sona geschlagen? Nein, geschlagen nicht. Sona hat Maya verteidigt. So. Schreibe Hast du ich dir gleich Chili mitgebracht? mal, Queenie. Ich will das hier jetzt gar nicht, so ein doofes Thema, wollen wir jetzt gar nicht so Genau. weit. Ich schreib dir Lass die es lieber Story mal. lecker essen. Das ist Genau. eine gute Idee. Chili, die liegt in der Kühlschranktür in so einer Plastiktüte Hast du noch. wirklich Chili mitgebracht? Ja, ein bisschen, vielleicht ein kleines bisschen. Was ist das hier? Das was? Phenestil, ne? Das ist in der Phenestil würde ich da Tür. nicht reinmachen. In der Tür. Wo ist denn die? Ja, Ach irgendwo da. so in Tüte gewickelt, so, genau. Ach so, guck mal an. Oh. Ja, siehst du, Sona ist jetzt auch so weit. Die will es jetzt auch ein bisschen Caliente. Das gefällt Nee, mir. nee, nur ganz, ganz, ganz vorsichtig. Ja. Ist das überhaupt eine Ja, nur. Peperoni? Ich weiß nicht. Ich werde gleich mal probieren. Ja. Wie geht's dir denn, Queenie? Ist denn aber sonst alles gut? Ja, also bei uns warm, aber sonst alles schnuffig, also kann man nicht anders sagen. Hattest du Petersilie jetzt auch mitgebracht? Nee, ne, oder? Getrocknet als Pulver. Ja, da bin ich Nee, dabei. also Das ist tatsächlich so. frischen, die hatten da zwar frischen, aber der sah super beschissen aus. Also eigentlich hätte ich dich gerne mit dem gequält, aber Okay. der sah wirklich nicht mehr so gesund aus. Habe ich gar kein Thema mit. So Butter haben wir noch drin, Olivenöl haben wir drin und Nudelwasser. Was ist das denn? Was für Nudelwasser? Ja, das dann von Also den das. gekochten Nudeln quasi. Ja, okay, ich verstehe. 300 Milliliter. Okay, Parmesan, Salz, Pfeffer. Das heißt, wir brauchen noch Salz, Pfeffer. Das sieht sehr gut aus. Und dann können wir unseren Frust einfach wegessen. Das ist schön. Jawohl. Das gefällt mir. Dann brauchen wir die Waage, glaube ich, jetzt erstmal nicht mehr so. Gleich vielleicht nochmal. Ich stell's mal hier rein. Und dann schauen wir mal. Zu warm, erzähl mir mehr, kenne ich nicht mehr. Ja. Ja, naja, ich glaube, es geht allen so. Denn ja, bei mir ist auch alles gut, nur zu warm. Ja. Das ist so nervig. Aber
Bald ist dann wieder Herbst. Und dann ist alles gut. Dann ist alles schmacko, toll und schnuffelig. So, dann brauchen wir einen großen Topf. Den nehmen wir. Dann nehmen wir mal den silbernen, den Big Boy. Chunky Boy, der macht immer besonders viel Spaß in der Spülmaschine, weil der halt mal irgendwie die halbe Spülmaschine blockiert. Aber ist geil. So, dann nehmen wir ein Schneidebrett. Messer habe ich schon. Feine Reibe. Oh, die feine Reibe. So, ja, dann nehmen wir die Dingens. Okay. Zitruspresse. Okay, dann machen wir noch eine Pfanne. So, die Zitruspresse haben wir auch hier. Dann natürlich eine Pfanne. Pfanne, Pfanne, Pfanne. Da ist die Pfanne. Man könnte auch sagen, ich habe einen an der Pfanne. Na, egal. So, das war nicht lustig. Gerade noch baden gewesen. Komme aus der Wanne und am Schwitzen. Es ist genau das, was ich gerade auch erzählt habe. Duschen, du gehst raus, trocknest dich, einen Raum weiter und du bist am Schwitzen. Und denkst dir, du fühlst dich nicht mehr frisch. Das ist so. Das ist einfach wirklich so. So, dann geht's los. Und zwar einen großen Topf zur Hälfte mit Wasser füllen. What the fuck? Naja, Hälfte ist hier mal ein bisschen optimistisch. Also, da brauchen wir jetzt mal hier nicht. So, ja, machen wir. So nach Gefühl, oder? Wie geht man bei diesem Wetter eigentlich baden? Einfach in Eis würfeln, oder? Was ist da los? Ja, das ist eine gute Frage. Machst du dir dann richtig warm da, Queenie, oder nein, oder? So, ich überlege gerade, wie viel Wasser wir da reinmachen. Ich würde. Ah, lass mal die Hälfte ruhig nehmen, das ist okay. Wir haben ja eh Wassermangel. Ja. Da können wir auch ein bisschen hier, ne, zeigen. Nein, Quatsch, um Gottes Willen. Das reicht dicke. Also das reicht wirklich. So, wir wollen ja nichts verschwenden. Kriege ich ja noch hier ein schlechtes Gewissen. So. Ja, sowieso. Also im Moment. Überall lässt man noch Geld bezahlen. Jetzt geht er bald los. Jetzt kommen die Nebenkostenabrechnungen, kommt demnächst. Da freue ich mich auch schon ganz dicke. Wobei ich gehört habe, die richtige dicke Nummer kommt nächstes Jahr mit irgendwie, weil die jetzt doch irgendeine Energie-Gasumlage oder keine Ahnung, Na. oder alles wird scheiße. So, bei starker Hitze zum Kochen bringen, ja, das kriegen wir hin. So, denn wir sind ja schon selbst bei Kochen bei Vollpfosten so erfahren, dass wir Wasser auf Temperatur kriegen. Da Wir bin ich Profi drin. schon richtig krass unterwegs jetzt. Ja, ein bisschen warmes Wasser. Ja, ich verstehe. Damit das nicht so kalt ist. Ne? Ja, so ein bisschen so. Ja, okay, verstehe ich. So. Auch wenn es abstrus klingt, Tee trinken und warm duschen ist viel gesünder und besser für das System. Kalt hilft zwar unter der Dusche, aber nach dem Duschen muss der Körper sich selbst wieder aufheizen auf normal und das macht wieder schwitzi schwitzi. Das bleibt einem bei warmen Duschen erspart. Ja, das stimmt. Der Körper muss dann quasi arbeiten, das sich wieder auf Kerntemperatur zu bringen, quasi. Habe ich auch gehört, ja. So eine Achte auf Habe das ich. Wasser kann anbrennen. Ja, wir haben die Kamera ist Ja, drauf, wir können alle aufpassen. ja. Aber da wir jetzt uns hier verstehen, ne? Jetzt, ich wollte das nur noch mal aufgreifen. Wir tun hier niemandem was Böses und also Tierchen sowieso schon mal gar nicht. Ach, warte, alles gut. So, 25 Gramm Butter brauchen wir. Das sind alles Notfallgeschichten. Hat Notfallgeschichten? Ja, das ist jetzt ein Ding Ach mit einem, so, also das war ein ja. Notfall, weil das wäre absolut schief gegangen. Weil Ja, dann ja, wäre ja, der ja. Stream nämlich komplett ausgefallen, hätte man wahrscheinlich in der Teeklinik gesessen oder so. Ja, im besten Fall, im schlimmsten Fall, aber daran würde ich jetzt gar nicht denken. So, aber ja, deswegen hast du in der Nähe von einem Kinderspielplatz Kinder dabei und deswegen dürfen da Hunde nicht angeleint sein, Ich nicht unangeleint sein. Nicht wahr? Kochlöffel drauf. Das sind doch keine Kokosmilch. Hallo, was habt ihr denn mit der Kokosmilch? Die Kokosmilch war gemein, das wisst ihr, das habt ihr alle gesehen. Ja, die Das habt ihr wollte, die, alle. das war ein persönliches Ding zwischen dir und der Kokosmilch. Ja, das war eine Vendetta. So, wir haben Butter haben wir hier am Start. Dann mache ich die hier wieder zu. Ja, kaltes soll man nicht trinken und ja, warmes Trinken wie Tee hilft sehr gut. Eigentlich, ich habe da gute Erfahrung. Ich würde es, glaube ich, nicht runterkriegen. Also ich trinke halt einfach immer Wasser, Zimmertemperatur. Also ich trinke dann ziemlich, relativ wenig gekühlt. Ja, geht mir auch so. Also, oh, nee. Boah, ich brauche das Kalte, was mir in den Rachen runterläuft. Ah, ja, das brauche ich. So.
Gute Erfahrung gebe dir recht, während er die Eismaschine anschmeißt und eiskalte Cola nuckelt. So, wären das Achso, Entschuldigung, ich habe es jetzt gerade übersehen, weil ich abgelenkt war. Entschuldigung. Jetzt muss ich, ich bin nämlich einen Schritt zu weit. Einen großen Topf zu. Mit der feinen Seite des Messers zu drücken. Ja, wir pressen das einfach, logischerweise. Die Zitrone abreiben und auspressen. Ja, dann reiben wir jetzt die Zitrone ab, damit wir so einen charmanten. Wie nennt man das denn hier? So Krümel davon hat. Ihr wisst schon. Ne? Hier, Krümel. Hier. Ja, So. ja, ja, ja. Aber da muss ich erstmal diese Wachsschicht von der Zitrone befreien. Ich habe gehört, Zitronen haben immer eine Wachsschicht. Abwaschen. Ja, Oh, genau. wir haben da ein Diskussionsthema. Also zum einen fragt Waltraud, ob Esslöffel Olivenöl im Wasser oder nicht und ist gesalzen schon. Oder also ob es schon gesalzen ist, so. Also hier ist tatsächlich noch gar nichts in der Form irgendwie gewollt. Also ich halte, ja, weil Ja du, gut, klar, für Nudeln salzen brauchst du würde ich Salz. schon Ja, von mir aus. ja. Aber der Also Dave Salz. schreibt schon Olivenöl ins Wasser. Oh, da treffen zwei Lager aufeinander. Oh! Oh, ja, es könnte spannend werden. Aber es ist ja sowieso ein eigenes Rezept. Also immer was anderes. Kein HelloFresh oder so, wie gesagt, ist ja gewünscht. Und das ist so ein bisschen gewollt hier von. Also was anderes im Sinne von mit dieser Zitronenidee. Und da gucken wir mal, wie das so ist. Jetzt ist das Problem natürlich. Zitronenabrieb, das war das Wort, was ich gesucht habe. So. Ratschi, ratschi, ratschi. Ratschi, ratschi, ratschi. Ratschi, ratschi, ratschi den ganzen Tag. So, na, weißt du was? Ich glaube, ich habe an einer Ratsche. Da gehe ich ganz schwer von aus. So. Wenn ich Tee trinken tue, ich danach weniger, tue ich danach weniger schwitzen, was eigentlich echt komisch ist. Ein schon so krass warm und dann noch warmes Trinken wird ja eigentlich noch wärmer. Ja, es ist halt, kommt halt wirklich auf die Temperatur an. Also wenn du dann ganz heiß trinkst, ist es wahrscheinlich nicht so gut, weil auch da muss der Körper dann ja wiederum arbeiten, um das Ganze auf Körpertemperatur zu bringen. Da muss die Temperatur halt passen, glaube ich. Aber trotzdem würde ich so, Das das stimmt. wäre so eine Kopfsache. Ich glaube, ich könnte keinen Tee trinken, der mir so warm Nein. ist. Nee, das könnte ich glaube ich auch nicht. Das könnte ich auch wirklich nicht. Da hätte ich wirklich ein Thema mit. So, dann brauchen wir die Knoblauchpresse. Im Rezept steht eine Knoblauchzehe. Aus mir völlig unerfindlichen Gründen nehmen wir zwei. Das weiß ich auch nicht warum, aber das ist so. Dafür nehmen wir hier mal dieses kleine Gläschen. Das ist ganz entzückend. So, weil Sona nimmt immer alles, was ein Glas ist und so und was ist das denn? Die ist zu dick für das gute IKEA-Ding. Was ist das denn? Das müssen wir jetzt aber nacharbeiten hier. Gordon So geht's Ramsay auch nicht. hat 30 Spitzenrestaurants, er kann nicht falsch liegen. Geht er aufs Klo? Also kann er doch. Gibt genügend andere Spitzenköche, die es nicht tun. UNO Reverse, wir haben eine Gordon Ramsay-Diskussion. Ja. Also Gordon Ramsay hat immer recht. Das ist mein Idol. Ja, mit dem möchte man sich nicht anlegen. So, und der findet immer Knoblauch überall rein, ist halt ganz mies. Also, wenn der dann immer sagt, dass da immer zu viel Knoblauch drin ist und so, der mag halt wirklich kein Knoblauch. Das ist ganz offensichtlich. Ich liebe Knoblauch, das ist das Problem. So, ich muss hier das Ding aber auch direkt abwaschen, weil sonst trocknet das so ganz sympathisch fest. So. Das sieht doch gut aus. Elegant! Niam, 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 niam. So, dann haben wir das nochmal gewaschen. So. Da, 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 da. So, wo wart ihr? Wärmer, Gordon Ramsay. Ganz heiß nicht, aber so, dass es noch warm ist. Ja, ich verstehe. Ich verstehe, wenn man Öl danach drauf tut bei großen Mengen, um das Kleben zu verhindern. Bei kleinen Mengen ist das nicht nötig und verhindert sogar das Anstecken der Soße an der Nudel. Das ist richtig, das gleitet dann ab. Das sind 1000 Punkte. Das Problem ist aber, also was ist das Problem? Ich finde, Olivenöl, gutes Olivenöl, also einigermaßen brauchbares Olivenöl, hat ja einen Eigengeschmack. Und den mag ich eigentlich, gerade bei Nudeln, da finde ich den gar nicht so schlecht. Ja?
So, jetzt darf ich die Zitrone auspressen. Jetzt steht aber im Rezept tatsächlich nur, dass ich eine halbe Zitrone benutzen soll. Daran werden wir uns auch halten. Ich nehme mal die größere Seite und also ich presse einfach mal komplett aus und dann gucken wir mal, wie viel wir wirklich davon nutzen. So, wir machen das nach Gefühl, versteht ihr? Kein Öl, aber Knobi. Ja. Ja, Dennoch nicht. geil. Dann mach es wie Jamie Oliver und leg den Teller vorher in Olivenöl. Was? Das ist auch geil. So. Ja. So. Das sieht wild aus. Dann schmeißen wir das mal weg. Und hier ist da ein. Oh, da ist ein Körnchen durchgerutscht. Das geht Vielen nicht. Dank und herzlich willkommen, Daniel, für dein Follow. Vielen Dank für dein Follow. So. Vielen lieben, 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 lieben Dank. Oh, es wird spannend, es wird spannend, es wird spannend. Herzlich willkommen bei Kochen für Vollpfosten. Ich pule der gerade in Zitronensaft rum, um einen Kern rauszuholen und stelle mich dabei sagenhaft doof an. Also du bist ja genau richtig. Und ja, Sonna, was machen wir denn bei 100 Followern? Was können wir denn da machen? Ja, das ist eine Oben gute ohne Frage. will keiner sehen, Ich oder? bin immer so kreativ wie ein Toast, aber ich fand die, also den das Tausender-Follower-Special finde ich ja schon gut. Ja, aber wenn, ja, da Tausender machen wir Hot Tub Stream, aber das ist ja das Ding vielleicht in 12 Jahren, wenn ich dranbleibe. Wenn überhaupt. Aber, ja, wir gucken mal. Vielleicht können wir das ja runtersetzen irgendwie auf 500 oder so. Oh, das Wasser kocht sehr gut, aber es brennt nicht an. Seht ihr das? Das ist, weil das ist gute Qualität. Hier brennt kein Wasser an. Das ist sehr gut. Aber da müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal schauen. Aber ja, also Olivenöl, also Teller, was macht Jamie Oliver? Leg den Teller vorher in Olivenöl. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist natürlich auch wild. So, das haben wir. So, dann Parmesan ist schon fein gerieben. Danke, Sona. So, jetzt kümmern wir uns um Chili. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Ich wasche mal ab. Ja, hab ich, den So. hab ich gerieben. Hast du recht. Ja, hast du gerieben. So, ich probiere mal ein Stück. Ja. Pass mal auf, ich schneide mal bis hier. Dann probiere ich hier mal wieder ein Stück. Ja. Pass auf, das verarbeite ich. Ja, weil das reicht dann, dann ist das für dich nicht zu scharf. Ja, okay. Das heißt, die hat's in sich. Ja. Also bei dem Wetter ist sowieso so eine Sache, ehrlicherweise, weil wenn man jetzt noch scharf isst wie so ein Bekloppten, dann geht's ja bald um, oder? Ich keine Ahnung. Also, ich könnte jetzt nicht super scharfes Essen. Nee. Entschuldigung. Super scharfes Essen essen, weil dann würde ich umfallen. Das So. war ein Witz mit dem Reinlegen des Tellers. Ich wollte damit sagen, dass Jamie Oliver immer sagt, ein bisschen Olivenöl und am Ende des Gerichts, ist die Flasche leer. So, okay. Ja, gut. Ich habe Jamie Oliver, muss ich gestehen, überhaupt nicht auf dem Schirm. Gordon Ramsay habe ich mir sehr viel angeguckt, einfach weil der lustig ist. Aber, Weil er so aggro ist, magst du den gerne. ja, das ist halt mein Idol. Also ich wäre gerne so bei der Arbeit. Also ich dürfte gerne so sein. Nein, Quatsch, das ist albern. Manchmal würde ich gerne mich so aufführen wie Gordon Ramsay bei so, ne, dann ich bei der Arbeit. Das wäre total cool. Unvergessen ist diese, wie der mal auf so einen Typen zuläuft und sagt, Alter, ich habe richtig gut gekocht. Und der Gordon Ramsay den einfach nur anguckt und sagt, ja, das denkst du, weil du bescheuert bist. Ich weiß nicht, ich kann das natürlich nicht so wiedergeben, aber es war ein Traum. Ich esse jetzt meine Haferflocken mit Beeren, die ich mir heute Morgen mit dem Selbstbild selbst versaut habe. Okay. Ja, klingt erstmal Nein, nach Dave, hau Kokosnuss. rein. Also gerade die Hafer mit Beeren, ich bitte dich. Rein damit. Das ist gut. Du meinst wegen deinem Kamerabild? Ach Quatsch. Also da hast du auch eine Wahrnehmung, die ist, glaube ich, ein bisschen krasser, als du denkst, meiner Meinung nach. Ja. Der Oliver hat übrigens was? 2021 Insolvenz angemeldet. Ja gut, klar, Olivenöl ist teuer geworden. Erklärt's nicht. Und wenn du da jedes Mal eine Pulle weghaust, dann geht das aber ganz schnell. So, Petersilie feinhacken haben wir gemacht. das sieht gut aus. So, die Butter ist hier schon am Schmelzen. Dann brauchen wir 25 Milliliter Olivenöl. So, dann gucken wir doch mal nach 25 Milliliter Olivenöl.
Dann schauen wir mal. Ja, das reicht. So. Sehr gut. Dann geht's nämlich weiter. Die 200 Gramm haben wir da vorbereitet mit den Nudeln. Salz haben wir hier stehen. So, jetzt geht's nämlich erstmal. Ich bin hier mal ein bisschen, warte mal, ich muss mal kurz das Rezept. Ich hätte mir das vorher nochmal. Einen kleinen Moment. Das Rezept ist etwas doof formuliert. Willkommen bei Kochen für Vollpfosten. Ich muss nämlich jetzt. Beispiel kochen bringen, inzwischen den Knoblauch schälen und mit der flachen Seite eines Messers zu drücken, die Zitrone abreiben und anpressen. Parmesan fein rein. Falls ihr verwendet, steht in die Pfanne schon. Okay, so jetzt. Butter und Olivenöl in die Pfanne geben, auf jeden Fall geschmolzen, Chili. So, das Problem ist. Kurz bevor die Nudeln fertig sind, immer so nah hast du das Rezept da. Was mache ich jetzt? Alter, was ist das denn für ein Rezept wieder? Warte, Ich ich guck. überspringe da irgendwas. Was ist das? Warte, ich guck mit rein. So, Sekunde. Du bist jetzt bei Schritt. Bei 1 habe ich jetzt den Topf zum Kochen gebracht. Der kocht hier, damit könnte ich Annalena Baerbock hart zum Heulen bringen, gerade so viel, was ich hier verpuffe. Aber so, dann habe ich das hier vorbereitet. Jetzt Butter und Olivenöl in eine Pfanne geben und auf mittlerer Stufe erhitzen. So, das Problem ist, da ist jetzt irgendwie fehlt der Punkt, wo ich die Klamotten. Ach, das mache ich alles in der Pfanne oder was? Warte. Geschmolzen ist ja klar. Ja. Mhm. Ja, da kommt doch dann. Danach kommt Ja, erst das. okay. Ja, okay. Ich war zu ungeduldig. Entschuldigung. Also Butter und Olivenöl in die Pfanne geben. Jawohl. So, wir machen das jetzt. Da, einmal die Butter. So, der Dave schreibt: Ich halte nicht viel von Jamie Oliver, aber ich danke ihm, dass seine Naked Chef-Folgen auf RTL 2 in den 90ern mich in die Küche gezogen haben. Er war mein Star mit seiner coolen und lockeren Art. Erst danach habe ich gelernt, dass Kochen Krieg ist. Lol. Ja, wir ziehen hier mal einen Krieg. Aber warum hältst du jetzt nicht mehr viel von ihm, wenn das sein Star war? Nur mal aus Interesse. So, dann heizen wir mal die Pfanne an und schauen mal weiter. So. Jetzt, okay, sobald die Butter geschmolzen ist, den Knoblauch und die Chili hinzufügen. Jetzt schließt sich der Kreis. Hervorragend. Jawohl. Das ist gut. So, die Butter wandert schon. Das ist sehr geil. Da. Olivenöl darf man ja auch nicht zu heiß machen. Hat so einen ganz komischen, wie sagt man, Flammpunkt und Ja, das wird schnell, also das ist dann schnell entwickelt, das so Giftstoffe tatsächlich, Olivenöl, wenn man das heiß ja. macht, also zu heiß. Ich habe ein Halbwissen hier, das ist sagenhaft. So. Gehört das nicht dazu zu kochen mit mit Vollpfosten, genau. Ja. Wir kommen bei Kochen mit Vollpfosten. Genau, also willkommen bei Kochen mit Vollpfosten, das ist auch gut. Aber es trifft es auch, ehrlicherweise. Ja. Also, ich sag mal, wer sich für Kochen interessiert, der wird hier wahrscheinlich schmunzeln, aber was lernen jetzt nicht so. Das muss ich jetzt mal ehrlicherweise, ich lerne ja von euch. Das ist ja viel geiler. Meistens. Hoffe ich. So, ja, aber das würde mich mal interessieren, Dave, wieso Jamie Oliver jetzt nicht mehr dein Freund ist. Ich muss sagen, ich habe ein Bild vor Augen, aber habe ich den mal irgendwo gesehen? Also im Sinne von, dass ich mir was angeguckt habe. Ich kenne auch hier den Deutschen, mag ich sehr gern, diesen, wie heißt denn der? Tim Melzer, der ist ganz witzig, glaube ich, finde ich. Dann gibt es ja diesen Steffen Hensler, das ist so irgendwie der Schlagerstar der Kochszene. Weißt du, so jeder hat den lieb und so. Wie der kochen kann, keine Ahnung. Und dann fällt mir noch ein, kennt noch einer Christian Rach, der Restauranttester? Den fand ich wild. So, na, wie fandest du den? Sagt mir ganz dunkel was. Rach, der Restauranttester, doch, doch. Ja, also ich habe So. mich mit der Thematik nie so beschäftigt, muss ich ehrlich gestehen. Mir Ja, doch, reicht das ein war Koch zu meins. Hause.
Ja, oh, wenn ich ein Koch wäre, das wäre ja geil. Dave schreibt, So. erstens nur noch Verkauf und Kommerz, zweitens Fernsehköche, die nicht mehr selbst hinter dem Herd stehen, sind für mich keine Köche. Drittens habe ich mich weiterentwickelt und mir gefallen andere Köche vom Typ her besser. Uf Ah, Melzer. ja, okay. Alfons Elsa's Schubeck, auch pleite. Insolvenz. Oh, ja, stimmt, der ist ja auch pleite. Der in dem Moment, der hat doch hier Steuer beschissen. Der hat doch hier, ja. Oder ist wahrscheinlich Halbwissen. Jetzt kriege ich wahrscheinlich hier so eine Unterlassungserklärung. Und die Chili kommt da jetzt auch noch rein. Aber da, irgendwas war da mit Steuern. Irgendeiner von denen. Ich weiß nicht mehr wer. Irgendeiner hat da voll einen aufs Fressbrett bekommen, weil er irgendwie steuermäßig Alarm hatte. Ich weiß nicht mehr wer. So, und unterrühren, langsam erhitzen. 2 Minuten in der Zwischenzeit. Ja, in der Zwischenzeit das Nudelwasser salzen. Das haben wir schon erledigt. So, wir rühren das hier so ein bisschen ein. Okay. So, das dürfte okay sein. So, dann drehen wir hier aber mal runter, weil wird das deutlich zu heiß. Gut. Sobald es kocht, die Nudeln in den Topf geben und 2 Minuten. Was? Also jetzt geben wir erstmal die Nudeln in den Topf. Das kriegen wir hin. Bei dem Topf ist super sympathisch, dass er sich so richtig schön erhitzt, hier auch der Deckel. Also, dass er sich erhitzt, ist schon klar, aber ich meine, dass du den Deckel nicht anfassen kannst. Wisst ihr, was ich meine? Das hier, das ist ein glühender Lavastein hier oben. So, Sona, wie wollen Sie Ihre Nudeln haben? Etwas über al dente. Etwas über al dente. So, das heißt, Kochzeit, gucken wir mal rein. Bisschen sehr bissfest, sind circa 4 Minuten. Weiß ich jetzt auch nicht. Warte mal, jetzt habe ich das hier weggeschmissen. Was ist denn die empfohlene Kochzeit? Gut, dass ich das schon reingeschmissen habe. 20 Minuten. Kann das sein? Nee. Ich koch Nudeln noch nicht 20 Minuten, oder? 20 Minuten? Steht das auf dem Päckchen oder wo guckst du gerade? Nee, ach so, ein Päckchen. Ja, genau. Ja, da steht's ja. Ich bin auch blöd. Ich habe im Rezept geguckt. Entschuldigung. Die Shrimps auftauen lassen. Was? Ach, da. Garzeit 10 Minuten, was? 15 Minuten. Gesundheit, Kochen Maja. wir mittlere Hitze 8 bis 9 Minuten. Okay, wow. Hier geht's gerade steil. Ich habe den Deckel vergessen. So, machen wir jetzt 7. Obwohl 8, ne, du willst ja du. Ne, pass auf. Ich schalte mich mal kurz stumm. Nicht wundern wegen hier Timer. So, da bin ich wieder. Huch, flackert. So, jetzt muss ich mal was testen. Ja, warte mal. Wenn Deckel drauf ist, dann kocht über mit Kochlöffel. Wir lassen das mal weg. Das muss man nochmal in Ruhe machen. Das ist ja keine Kokosmilch. So, wir gehen auf mal hier in der Hitze ein bisschen runter. Das machen wir mal so ein bisschen auf, damit das hier nicht überkocht. So, das sieht ja gut aus. Dave Ja. schreibt, der Mentor von Gordon Ramsay zum Beispiel ist ein richtig harter, jüngster Koch mit 33, der England 3 Sterne erkocht hat und danach gesagt hat, ich höre auf. Die Deppen, die mich bewerten, haben keine Ahnung von Essen. Und dann nach einer Pause Pubs aufgemacht hat. Ich wollte jetzt Pups lesen gerade. Und dann nach einer Pause Pubs aufgemacht hat. Er hat dann auch Werbung für Knorr gemacht und viele haben ihn gehasst. Wenn du also wissen willst, wer Gordon Ramsay erzogen hat und wie der Ziehvater war, Marco Pierre White. Reh hat jetzt ein Sprechverbot erteilt, aber kein Wort dazu geschrieben, glaube ich. Also darfst du einfach gar nicht mehr sprechen. Ach so, das ist, warte mal. Wie lange ging das? Wie lange ging das, Reh, das Sprechverbot? Ich muss den Timer stellen. Wieso kriege ich denn das Sprechverbot? Alexa, Timer auf 5 Minuten. Mori, bitte winken, wenn du verstanden hast. Der arme Mori. Tja. Wo will er denn hin? Der geht jetzt einfach. Der ist jetzt 5 Minuten AFK. Wo ist er denn? Achso. Der geht jetzt erstmal auf Toilette oder so.
Der tippt jetzt auf den zweiten Account. Ja, der Mori mal ein bisschen Pause gerade. Das ist ja auch nicht schlimm. Die Maya chillt ihr Leben übrigens gerade hart hier auf dem Fliesenboden. Die ist tief und fest weg. Also ich glaube, da gibt es heute keine Maya-Leckerchen-Vergabe heute. Oh, das fällt ihm schwer, das kann ich euch sagen. Mori läuft, sagst Der arme Mori ist ganz niedergeschlagen. Hat mir das eigentlich dazu geschrieben, wie lange mal irgendwie? Nee, ne? Ich guck mir das mal gerade an hier. Ich nutze die Ruhe einfach mal. Tatsächlich steht da gar nichts mit bei. Ich kann das auch nicht ändern. Mori, da musst du da mal nochmal dran, ne? Ist aber tatsächlich eine interessante Diskussion. Wo hört Koch auf und wo fängt TV-Koch an? Es gibt einige Köche, die im TV aufgetreten sind und die Krise bekommen, TV-Koch genannt zu werden. Ist für manche eine Degradierung. Ja, was? Wieso redet der Fotz nicht? Ja, wo? Hör mal, schreiben ist ja auch nicht drin. Finger weg von der Tastatur. Glaub's ja wohl. Schweigen hier angesagt. Wo würde es für euch aufhören? Ich glaube, für mich würde es da aufhören, wo es irgendwie zu einer Show gemacht wird. Also, beziehungsweise wie aufhören, sondern da fängt der TV-Koch ja an. Wenn da eine Show drumherum gemacht wird und wie du schon sagst, dann so ein Blödsinn wie, dass diese Köche gar nicht mehr selber hinter dem Herd stehen quasi, das ist dann ja irgendwie auch Blödsinn. Ja, kann mir vorstellen, dass es für manche dann eine Degradierung ist, irgendwie so TV-Koch, weil da ja auch sicherlich nicht alle gut sind. Aber ich bin da auch nicht so im Thema, muss ich ehrlich gestehen. Oder zum Beispiel echter Richter wie Alexander Holt. Macht dann Gerichtssendungen, ist er dann noch echter Richter? Ich denke schon. Das ist ja keine. Also der ist ja tatsächlich, glaube ich, Richter. Und ja, es ist schwierig. Es kommt drauf an, ob die anderen Richter sich dann auch degradiert fühlen. Aber ein echter Richter ist er ja eh dann quasi. Also egal, ob er da irgendwas jetzt im Fernsehen macht oder nicht. Das ändert ja bei den Köchen auch nichts daran. Nur wenn sie dann anfangen, halt nicht mehr selber hinter dem Herd zu stehen, sondern ihre Schergen vorzuschicken. Mori, läuft bei dir? Ja? Geht? Ist noch alles gut? Ja? Was macht der Bartwuchs? Schon ein ruhiger Stream. Ja, wir machen heute ASMR. Also schön wäre jetzt eigentlich, wenn man die ganzen Küchengeräusche von Mori hören würde, wenn die nicht ausgeblockt werden vom Mikro. Aber da machst du nichts. Mich haben schon wieder Mücken gepiesackt heute Nacht. Das finde ich nicht gut. Alexa, stopp. Willkommen. Zurück. Was ist das denn? Also irgendwie war dieser Alert nicht so ganz durchdacht, ne? Also irgendwie, das kam jetzt unerwartet, aber war witzig. Ja, wollen wir mal gucken. Ja, das war nicht schlecht. So, ich habe, damit ihr auf dem Laufenden seid, das kocht hier. Ich habe jetzt hier in der Pfanne
Da kommt jetzt gleich noch Nudelwasser rein, 300 Milliliter. Dann koche ich das auf in der Pfanne. Da ist jetzt der Zitronenabrieb, der Zitronensaft, die Chili, Knoblauch und Olivenöl drin. Und wenn die Nudeln fertig sind, packe ich die in dieses Sieb. Da werde ich dann auch das Nudelwasser abschöpfen, das ich dann hier reintun werde. Und dann werde ich die Nudeln in der Pfanne wenden. Das mache ich aber nicht in der Pfanne, sondern das mache ich im Topf, weil die Pfanne leider, das habe ich nicht überlegt, die ist zu klein. Das gibt eine Riesensauerei. Moin, voll verpennt den Streamer, das macht gar nichts. Moin, Das macht Exi! nichts. Einen wunderschönen Exi. Ist doch trotzdem schön, dass du da bist. Ich hoffe, bei dir geht's gut und es ist warm. Mori, auch so ein Fernsehkoch. Kannst jetzt sagen, dass du so gut wie Melzer bist. Ja, also, Tim Melzer ist, also ich will ja jetzt nicht irgendwie, aber Tim Melzer ist gegen mich eine Lusche, oder? An die Wand gekocht. Ja, an die Wand gekocht. Es wäre, ich weiß nicht, nein, warte mal. So, der Timer, der Dings-Timer ist fertig. Das heißt, jetzt müssen wir, nein, ich glaube, Tim Melzer kann sehr gut kochen. Nur, ich finde, ich kann es besser. Nein, nein, Quatsch. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. So, wir haben jetzt ein bisschen. So, das Ganze hier. Ich hoffe, das Konstrukt, wie ich mir das vorstelle, funktioniert hier gerade. So. Ja, da füllt sich was auf. Sehr gut. Das reicht schon dreimal. Dann will ich das einmal hier hinstellen, damit ich das hier abnehmen kann. Bion. Wundervoll Nudelwasser. Beste. So, und dann hier das hier noch. So, dann der Rest abgießen. So. 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 Und Ich habe. zwar, pass. Ja, Ja, bitte. mach du erstmal, alles gut. So, jetzt muss ich 300 Milliliter von dem Wasser da reinpacken. Bitte, lies vor. Herr Dave schreibt: Ich habe es geliebt, wenn er in Kitchen Impossible verloren hat. Er ist kein Sternekoch. Will er auch nicht sein. Ich mag ihn vom Charakter nicht. Aber der Junge hat Biss und das rechne ich ihm an. Also, da geht es jetzt um Ja, den Melzer, glaube ich, noch. also ich finde ehrlicherweise den super lustig und auf seine Art ehrlicherweise sympathisch, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ja, das muss man wissen. Also, das sieht wahrscheinlich jeder anders. Aber ich mag den gerne allein. So, wir packen jetzt die Nudeln in den Topf. Achso, nee, Quatsch, das soll einmal nochmal aufsprudeln. In der Pfanne, Entschuldigung. Das heißt, wir müssen das nochmal zurücklegen. Dann gießen wir das hier ab. So. Uiuiui. So, das bringen wir jetzt zum Kochen. Das soll einmal sprudeln. Dann legen wir gleich den Topf hier hin. Da können wir die Nudeln schon mal reinpacken. So. Dann machen wir da den Deckel-Duxi drauf. Schwuppdiwupp. Und dann schmeißen wir das gleich da rein und wälzen das da drin. Damit das so ein bisschen. Hallo Plembo, einen wunderschönen guten Abend, damit das ein bisschen Würze bekommt. Moin, Plembo. Und das ist ja dann quasi diese Zitronengeschichte, die dann ja sauer sein soll. So, und ich werde derweil noch mal ein bisschen von der Chili probieren. Ah, harmlos. Ich habe mal gehört, das eigentlich Scharfe an so einer Chili sind die Kerne. Und vergiss es, ich habe nichts gesagt. So, dann warten wir mal kurz, bis das ja wieder sprudelt. Muss ja einmal aufkochen. Ich hoffe, bei dir ist alles schnuffig, Blemmo. So. Und die weiße Innenhaut, okay. Jetzt muss ich mal so eine Chili sezieren. Also seid mir nicht böse, das ist ein bisschen Lebensmittelverschwendung, aber so noch und ich mögen es gar nicht so scharf. Deswegen analysieren wir das jetzt mal. Guck mal hier. Oh ja. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das gut brennt. Oh, das brennt schon an den Fingern. Leck mich am Arsch. Was ist das denn? Oh Gott. Weil ich da so eine Macke habe. Oh, das ist natürlich geil. Ah, Oh ja. ja. Oh, das ist gut. Das war, Mori, das war wieder eine wundervolle Idee. So, wir gucken mal. An. Naja. Oh. Ja, aber jetzt auch nicht so wild. Gerade vom Arzt gekommen, jetzt gibt es Hoffnung auf Bundeswehrspritzen.
What the fuck? Was? 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 Was sagt mir das denn? Also Bundeswehr ist ja quasi die österreichische Version der Bundeswehr. Und wir alle wissen, so ehrlich muss man sein, dass die österreichische der Bundesheer aus Österreich Deutschland überrennen könnte. Aber was das jetzt mit Spritzen zu tun hat, dann muss ich mir mal erklären. Also, dass sie jetzt hier besonders große Spritzen hier reingeben oder was? Das ist natürlich auch wild. So, das fängt jetzt hier langsam an zu kochen. Sehr gut. Bitte nicht ins Auge oder aufs Klo gehen. Ja, ich versuch's. Also, ja, da hast du absolut recht. Nein, sag nicht, du musst zur Wehrpflicht. Bitte nicht. Der hat ja gar keinen Bock. Der hat ja wohl gar keinen Bock. Würdest du freiwillig zu dem Verein Musterung wurde doch abgeschafft? Ja, in Deutschland, aber nicht in Österreich, oder? Oh, also doch. Hallo, ich habe mich wohl voll. Ah, der Lennox. Moin, Der Lennox. Lennox. Der kriegt keine drei Sätze raus, ohne Bundeswehr zu erwähnen. Ich meine das als Spaß, du weißt Bescheid. Der Junge ist nämlich gut im Stress im Moment, aber nicht wegen der Bundeswehr, sondern wegen anderen Arschlöchern. Aber das kriegt er hin. Herzlich willkommen auf alle Fälle. Mein Beileid. Und jetzt vielleicht untauglich. Ach so. Ja, das ist natürlich schade. Das ist natürlich bitter, weil Untauglichkeit, das ist schade, ne? Weil bei mir war es auch so. Ich weiß nicht, wie das. Darf ich ganz kurz sagen, du willst Ja. das jetzt da drin braten und so, ne? Nein. Schwenk das jetzt nur noch durch und dann sind wir durch. Also okay, nicht, dass das, weil das in diesem Topf ja immer ganz gerne anpappt, deswegen, ne? Ja, nein. Also das schwenken wir jetzt quasi nur noch durch. Ich mache das hier ein bisschen. Oh, ne, brauchen wir gar nicht. So, damit das hier so ein bisschen Temperatur bekommt. Temperatur, ich sage, die Würze jetzt abbekommt. Weißt du, was Okay, ich meine? ja, dann. So ist das gewollt. Ah, das So. ist alles gut. Untauglich Dann wäre rühren wir gut, das. schreibt Plembo. Ja, also Plembo Ja, ja, hofft ja, auf die ja. Ablehnung. Das war ja bei mir damals auch so. Meine Bundeswehrkarriere hat ja 12 Minuten gedauert, weil ich auch durch die Musterung geflogen bin. Und das Geile war, das wusste ich damals gar nicht, das habe ich erst dort erfahren, dass weil ich zur Bundeswehr wollte, also hingegangen bin zur Musterung, aber ausgemustert wurde, brauchte ich auch keinen Zivildienst machen. Das war geil, weil ich hatte auf beides überhaupt gar keinen Bock, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. So. Pemmo schreibt, da muss ich nicht zu dem Verein und könnt im September studieren anfangen. Ja, 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 wir ja. drücken die Daumen, dass sie dich ablehnen. Ja, drücke ich auch die Daumen. Ganz ehrlich, das ist einfach nur verschwendete Zeit. Wobei, ich meine, ja gut, jetzt wollen wir nicht politisch werden, aber es ist ja ein bisschen relevanter geworden. Aber nichtsdestotrotz hat er ja also keinen Mensch Bock drauf. Bis auf einige, für die da jetzt für gemacht sind. Der Lennox zum Beispiel, glaube ich, nämlich schon. Aber, also der hatte ja Bundeswehr gelebt, aber so ich jetzt zum Beispiel wäre da völlig fehl am Platz. Also da wäre ja richtig wild. So, jetzt muss ich ja 2 Minuten hier schwenken, da kann ich währenddessen vorlesen. Ich wollte damals unbedingt zu den Sunnies, die so, naja, nee, geht nicht wegen Rücken. Das ist zu viel Belastung. Bescheid kam zu Hause an, Sunny geht nicht. Fallschirmspringt schon. Geil. Die haben einen Schaden, ey. Und ich habe den X-Dokumenten von dem Roten Kreuz vorgelegt. Hallo, ich bin da. Hallo, Melancholia. Moin, Ein wunderschön. Melancholia. So, wir schwenken nicht in der Pfanne, wir schwenken im Topf. Bitte nicht wundern. Ich habe diesmal gar nicht angefangen mit Bundeswehr. Stimmt, das waren wir. Das waren wir, das waren wir. Und der Stress ist kein Ausdruck. Ich träume schon wortwörtlich von der Scheiße. Also, so viel habe ich verraten. Der Lennox bereitet sich auf eine Prüfung vor, die absolute Scheiße ist. Die ist absoluter Müll. Hat nichts mit Bundeswehr zu tun, sondern mit IT und die kein Mensch braucht diesen Scheiß. Also jetzt sind wir ja privat, verstehst du? Jetzt kann ich ja deutlicher reden. Nein, das habe ich dir auch am Telefon gesagt. Das juckt ja niemanden. So, jetzt kommt Parmesan. Jetzt muss ich Parmesan da reinschmeißen. Das machen wir aber mehr so nach Gefühl. Wie viel Parmesan soll denn da rein? Und wenn es blöd läuft, wird der 25 Kack nur Gramm. verschoben. Ja, nee, also wir drücken, wie gesagt, die Daumen für eine Absage. Ja, So einer machen käme wir an, wirklich. sag ich, muss auch mein Püppchen sehen. Nope, heute nicht. Die Heute Sona nicht, fühlt, heute die nicht. käme heute nicht. Die ist heute So nah hier. da, genau. Ich bin hier jetzt, ich habe hier jetzt ein bisschen Privatsphäre. Ja. So, ich nehme mal so einen guten. Für was sind die China-Böller und wieso wurde die Luft runter abgeschnitten? Ja. So, das ist ja, das war jetzt im Prinzip nur zum Verkosten von der Chili, weil wir haben relativ wenig Chili drin
Weil Sona mag zum Beispiel gar kein Schaf und ich bin bei der Hitze auch super empfindlich. Aber ich wollte mal ein bisschen mich so durchprobieren durch so eine Chili, wenn ich die hier liegen habe. Aber ich bin weiter als hier nicht gekommen, wenn ich ehrlich bin. Da war mir das ein bisschen zu viel. So, jetzt haben wir da ein bisschen Parmesan drin. Das ist schon mal gut. Dann können wir gucken. Sona kann sich natürlich noch mehr Parmesan dazu tun. Bitte. Bis eine cremige Soße entstanden ist. Ja gut, da müssen wir noch ein bisschen rein. Das machen wir aber auch tatsächlich mit einer Zange und nicht mit dem Ding, was ich hier habe. Das ist nämlich total albern. Da ist die Zange. Da sollen wir ja schön schwenken. So. Ja, da gehört noch mehr Parmesan rein, oder? Ja. Also es kocht hier weiter. Das brauchen wir nicht. So. Dann sind wir ja gleich schon fertig und da bin ich sehr gespannt, weil zitronenmäßig, das stelle ich mir richtig geil vor. Deswegen hatte ich auch richtig Bock auf das Rezept. Na, dann machen wir nochmal eine Ladung. So. Und dann dürfte es das gewesen sein. Dann kann Sona ja, wenn sie will, nochmal richtig Gas geben. Jawohl. So. Da, 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 Der da, da. Lennox schreibt, natürlich habe ich die Bundeswehr gelebt, sonst wäre ich nicht so viele Jahre da gewesen. Ja. Und du irrst dich, jemand wie du würde da sogar sehr gut reinpassen. Ja. Ja, wahrscheinlich, wenn ich andauernd auf die Fresse kriegen würde von irgendwelchen Leuten, die sagen, benimm dich mal, du Arschloch. Ich wäre Private Paula. Oh ja, ich wäre Private Paula. Ohne Witz. Aber ohne Witz. So. Und damit wären wir mit dem Rezept hier weitestgehend durch. Ja, und du brauchst dich nicht zurückhalten und kannst ruhig offen über das Thema quatschen, schreibt er. Der Lennox. Ja, und zwar ist das, falls die ITler das kennen, so eine Netzwerkprüfung von Hersteller Cisco. Schimpft sich CCNA. Und entweder du kannst büffeln, bis der Sch jetzt hätte ich gesagt, bis der Arsch glüht, sagen wir mal so. Oder du lernst Fragen auswendig, was dann aber auch nicht gerade befriedigend ist. Das alles einfach Mist und viel mehr gibt es ja eigentlich nicht so zu sagen, meiner Meinung nach. Also es ist halt wirklich, wirklich, wirklich Rotz. Ich habe es gehasst, ich hasse es immer noch, ich werde es immer hassen. Es ist nicht meine Welt. Ich muss es ganz einfach so sagen. So. Zack, 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 zack. So, was schreibt er noch so Schönes? Darf man die Abkürzung für den Kurs wissen? CCNA. Cisco Certified Network Associate. Dann mache ich den auch nicht. Ja, du brauchst den, genau, hast du gelesen. Damals Weiterbildung für den ABC-Zug. Ziviler Katastrophenschutz. Aha. Ja, lieber Dave, wenn das AKW hochgeht, dann dahin gehen, Anzug und da wegen Sammeln etc. Ich sollte jemals ein AKW ein Problem haben, schaue ich vor, woher der Wind kommt und fahre mit meiner Familie in die andere Richtung. Ganz genau. Ich glaube, alles andere kannst du dir komplett schenken. Da gebe ich Lennox recht, mein Vater war auch fast 50 Jahre dabei und du erinnerst mich an ihn. Wieso das denn? Also, inwiefern, also welches Attribut verknüpft ihr denn jetzt mit mir, mit Bundeswehr? Also eigentlich sehe ich mich da ganz falsch. So ein Quatsch, ernsthaft Leute wie du würden das gut, weil weit schaffen da, Leute, die ehrlich sprechen, sind da selten, aber gern gesehen. Aha, okay. Ja, das ist, glaube ich, aber bei mir ein bisschen Ruhrpott, glaube ich. Schreib mal nachher in Discord rein. Ich muss eh schauen, was ich nach der Uni mit meinem Leben anfange und brauche Ideen, um mich selbst zu hassen. Dein Hintern 1A für den Mund. Ich muss sagen, also mein Hintern. Also ich selber Der gehört würde. mir. Der gehört dir. Ich sage ja nur, ich würde. So, wir müssen anrichten, Sona. Wir müssen Ja, anrichten. bitte, richten So, Sie an. Ich dafür habe auch schon ein kommt jetzt. Hüngerchen. Hast du schon ein Hüngerchen? Ja. So, heiß, heiß. So. So. We want you for Zwei. the army. Ja. Habt ihr das mitbekommen, dass die Bundeswehr sogar so eine YouTube-Serie hatte? Das ist kein Witz. Sondern, ich habe keine Ahnung, was das war. Also ganz komische. Sogar mit so einer Intro-Musik und KSK und keine Okay. Ahnung. Also das war ganz, ganz, ganz komisch. Das war wirklich komisch. So. Sona kann sich gleich noch zusätzlich Parmesan Boah, ich draufknallen. nehme einfach Das die ist ganze Tüte mit. Ich komme jetzt schon mal runter. ja, Sona kommt runter. Und dann sind wir mal gespannt.
was die Melancholia uns hier vorgeschlagen hat. Da bin ich nochmal gespannt. Niam, 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 niam. So. Und die Sona isst immer so ein paar Nudeln mehr. Deswegen würde ich tatsächlich hier ein bisschen umschichten. Nicht wundern, das machen wir normalerweise nicht, aber Sona kriegt immer ein bisschen mehr, weil köstlich lecker im Geschmack. Dann machen wir aus. Dann mache ich ganz kurz mit diesem Dongle hier ein Bild. Da, 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 da. Und dann wird gemampfied. Mampfi, mampf. So, und dann machen wir das mal hier. Schön, 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 schön. Klack und nochmal klack. So, dann wechseln wir die App wieder, damit ihr wieder was seht. Wenn ich denn gleich esse. So. Hinter mir wird schon geschachert. Dann kriegt die Sohne eine gute Gabel, einen guten Löffel und den guten Teller. Von allem das Beste. Also, wir haben heute, wie heißt das, Pasta al Limona oder so ähnlich. Gönn dir hart, gönn dir hart. Und Parmesan, natürlich. Sona nimmt die Tüte mit. Ach so, ja, okay. So, hier habe ich ein bisschen Parmesan für die Deko. Es riecht gut. Es riecht wirklich gut. Dann bis gleich. Mua! So. Wir wollen hier vor der Arme. Die Nudeln sehen sehr flüssig aus. Ja, wir haben es mit der Soße gut gemeint, aber wir gucken mal. Ja, und da waren alle am Tisch, außer Menschen, die Ahnung von YouTube haben. Ja, das stimmt wirklich. Mori, hast du noch eine sehr lange Story zu erzählen für Sona? Ja, wenn sie vor allem, wenn sie da steht, das steht die besonders, da wird immer sehr ungeduldig, vor allem, wenn sie dann kein Essen kriegt. Allerdings ist Sona heute so geladen, da hätte ich wahrscheinlich irgendwann so eine Gabel in den Hintern bekommen und dann, oder so einen Elektroschocker, also, weißt du, so. Und das wäre nicht so gut gewesen. Eine, die sind sogar super aktiv auf YouTube, die haben viele solcher Serien. Völlig bescheuert. Wie riecht's denn? Also, sehr viel Parmesan. Sondern was sagst du? Ja, lecker. Also Also, interessant, ja. so fruchtig halt, ne? Ja, Zitronig quasi, fruchtig. ja. Genau. Fruchtig trifft es gut. Ganz genau. Ganz Warum hat genau. Sona keine Cam an? Das habe ich dir auch gerade schon erklärt, Schätzelein. Hör mal, hörst du mir denn nicht zu? So, da kommt sicher noch eine Milchschnitzel rein. Nee, laut Rezept tatsächlich nicht. Das war's. Also, das war's tatsächlich. Hauptsache es schmeckt. Das war bestimmt ein Studentenrezept, der nichts mehr daheim hatte. 1920 in Italien. Oder die Oma besucht wurde und mehr Menschen kamen und sie musste improvisieren. Aber eben, wenn Omas improvisieren, war meistens das Allergeilste. Oder die Nudeln nicht richtig abgeschossen. Doch, doch, doch. Das war schon gut. Wer denkt auch sonst an Nudeln mit Zitrone? Nee. Da war Milakuna noch nicht da. Stimmt. Das hast du davor gemacht. Probiert, ja. Melancholia hat selber eben schon gefragt, habe ich schon geantwortet. Ach so. So, wir probieren. Also was heißt gefragt? Sie hat sich beschwert. Da ist gerade ein Wuffi hinter mir lang gelaufen. Ist Ich kann ja gleich nochmal Hallo sagen. irgendwo gespawnt. Ja. So, dann gucken wir mal. Ach so, wir beschweren uns und dann gehen wir erstmal AFK. Jo, Damit jo, sich hier jo. bloß keiner wehren kann. Sag mal. So. Diese Nudelart ist nicht besonders gabelgeil, ne? Brauche noch ein bisschen länger hier zum Aufrollen. Lecker. Warte, 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 warte. Oh ja. Oh ja. Ist Das ist. sehr, sehr lecker. Ja, vor allem bin ich. Das so Ja. leicht, nicht so wie Ja. wenn dann jetzt irgendwie so eine Sahnesoße oder auch leichter als eine Tomatensoße. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass das zu fruchtig ist. Also zu Nee. wild. Aber tatsächlich Nudeln mit Zitrone, Parmesan, das war Bombe. Das war richtig, also das ist sehr lecker. Chili war ich ein bisschen zu vorsichtig. Da hätte Ich habe hier mehr jetzt so reingekonnt. große Stücke von der Chili. Ich traue mich nicht, die zu essen. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ich bin halt einfach, ich gebe es zu, ich bin eine verdammte Bussi.
Bei dem Wetter träume ich nicht. Sehr lecker. Ja, sehr lecker. Also, Das kriegt keine Melancholia, 10 von 10, sondern eine 100.000 von 10, sagt die Melancholia. So. wie kamst du darauf? Weil ich muss gestehen, wenn ich das Rezept so gesehen hätte im Internet, hätte ich jetzt nicht gesagt, das probiere ich mal. Oh ja. Also, sehr geil. Also, das ist wirklich geil. Vor allem Nudeln bei der Hitze, aber trotzdem mit der Zitrone. Also, das ist wirklich, ich finde das super geil. Nudeln in Kombi mit Zitrone geht ja noch, aber welcher irregeleiteter Mensch ist auf die Idee gekommen, Ananas auf Pizza zu machen? Das weiß ich auch nicht. Also, diese Aussage, Lennox, ist absolut richtig. Punkt. Garnelen noch, genau, die Garnelen, das haben wir heute zeitlich nicht geschafft, weil ich hatte noch Termine und wir hatten heute Mittag Ärger mit so einem Hundebesitzer. Kannst du dir den VOD am Anfang angucken, da erklären wir das. Deswegen hat die Sohn auch keine Kamera. Der Hund hat nicht Sohna. Ne, alles gut. Ist nichts So. passiert, Sona konnte es abwenden, aber Sona ist angefressen. Genau, und deswegen hat die Sohn keinen Bock, sich da jetzt irgendwie Kamera fertig zu machen, verstehe ich auch. So, 12 Mal Hauptbahnhof ohne Cousins und ohne Treten. Ich liebe es. Was, was, was? Schlägerei. Nein, mal im Internet bzw. TikTok gesehen. Ach so, okay. Ja, diese TikTok-Rezepte sind tatsächlich sehr, sehr geil. Ich finde es ein bisschen schade. Ich war mit der Chili zu vorsichtig. Weil die geht da unter. Ich muss diese Stücke da halt wirklich reinfummeln. Also ich finde, das wäre geil so. Das ist easy going, glaube ich, ne? Wenn man so, wenn ich das so sagen darf. Und das kriegt dafür eine 10 von 10, was echt lecker. Ja, 10 gehe ich mit. Also für Nudeln, normalerweise Nudeln kickt mich nicht so. Aber hier 10 von 10 bin ich dabei. Ja, da war, danke Melancholia, das war ein geiler Vorschlag. Und Bombentipp für euch, macht das mal nach, das ist geil. Dave, ich mag dich, das weißt du doch. Also jetzt, ja, nein, es ist ja okay. Ist doch nicht schlimm, dass du eine Geschmacksverirrung hast. Muss dich doch nicht schämen, Dave. Weißt du, der eine Wir haben steht dich im trotzdem Schlafzimmer auf lieb. das eine, der andere knallt sich Ananas auf die Pizza. Hey, wir sind in einem freien Land noch. Ja, keine Ahnung, wenn die falsche Partei an der Macht ist, dann wird Ananas auf Pizza wahrscheinlich verboten. Aber bis dahin. So, na, das war geil. Also, ich will mich nicht selbst loben. Ich Unterschreibe habe ich jetzt nur so. Nudeln gemacht. Sondern ich meine, das Rezept ist halt echt cool. Hast du die schon aufgegessen oder hast du mir dir so eine kleine Portion gegeben? Ich bin fast fertig. Schmeckt der Mori wirklich? Ich hatte dir aber ein bisschen mehr gegeben. Aber Ah nicht ja. viel. War nicht viel. Oh ja. Eieieiei. Vor allem eins der berühmten Taco-Gerichte, Taco el Pastor, wird mit Schweinefleisch am Spieß mit. Ach komm, Alter, Junge. Ananas. Also, Ananas ist wirklich. Weißt du, Ananas, so ein Stück Ananas bei so einem Cocktail, das lasse ich mir gefallen. Weißt du, oben, am Strohhalm. Das ist cool. Oder Ananassaft im Cocktail. Da bin ich dabei. Aber auf der Pizza? Na. Ananas irgendwie gar nicht irgendwo, also nirgends will ich hier haben. Ananas ist doof. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich im Stream aufgegessen habe. Ja, also mehr Chili. Mehr Chili ist das Geheimnis. Für mich jetzt. Sagt derjenige, der mich verbrennt. Der mich verbrennt. Der mich, ich habe jetzt Mich gelesen, der mich verbrennt. verbrennt. Pizza Hawaii ist lecker. Oh, ich sehe es schon kommen. Ei, Wir ei, haben ei. ja gleich, Ja, naja, wir haben sieht ja er. gleich Zündfass hier am Ja, Start. ja, ja.
So, ich gucke mal ganz kurz, ob ich noch hier die Maya, dass sie mal Hallo sagen kann. Und dann würde ich euch auch schon entlassen. Boah, das ist lecker. Also ich hätte tatsächlich noch mal so eine Portion geschafft, da bin ich ganz ehrlich. Und das ist bei Nudeln bei mir ganz selten. Das ist wirklich selten. Maya-Bärchen. Maya. Maya, Maya, Maya. Hier ist auch was Leckeres zu essen. Ein kleines Schnack. Boah. Und ich freue mich gleich auf so eine, auf kühles Getränk, weil ich gehe hier drauf, Leute. So, Maya, komm mal her. Wo bist denn du? Maya. Maya, was ist das? Maya, was ist das? Maya. Oh, Maya hat eine Katze entdeckt, Leute. Oh, Oh. oh. Ja, da unten steht eine Katze und die haben gerade einen Stare-Down. Das ist natürlich dann nicht so einfach. Ey, Maya. Maya, darf ich dich mal weglocken, Maya? Ja, Maya, hier, lecker Schmecker. Ja, komm, lecker. Nee, Leute, die Katze gewinnt. Ich überlege gerade, ob ich jetzt mit der Kamera vielleicht rübergehe. Machen wir das so? Ich denke So, auch. ne? Ja. Ich mach mal groß auf diese Kochkamera hier. Kann ich gar nicht. Ach so, ja, dann, aber man sieht's ja trotzdem. Doch, Nur Blödsinn. Maya. Ah, nee, kann ich nicht. So, Maya. So sind ja die Maya. Oh, Maya hat sich Maya. wieder eine Toilettenpapierrolle Ja. geklaut. Ey. Siehst du, die juckt das nicht. Maya. Maya, hallo. Da unten tappert die Katze. Ja, also es ist leider nicht möglich, diesen Hund zu füttern gerade. Es tut mir sehr leid. Es ist nicht möglich. Aber es ist nicht vergessen. Machen wir halt das nächste Mal. Und das ist ja nichts Schlimmes. Boah, ist mir heiß. Lecko funny. Hier sieht's auch wieder aus in der Küche. Vom allerfinstersten. So. Also, ich werde mir jetzt auch die andere Hälfte des Bartes rasieren. Weil wir haben jetzt ja gelernt. Sona mag kurz rasiert viel besser. Was? Ja, so wart. Ah Hast du ja ja. gesagt. Aha. So, und dann würde ich sagen, die ist komplett weg, die Maya. Die kümmert sich hier um gar nichts. Danke für den Stream, wie immer. War super viel Spaß. Danke, das hat mit euch auch wieder Giga Spaß gemacht. Du siehst auch etwas rot aus. Ruh dich aus. Nee, rot nicht. Ach, alles gut. Also ich bin nur platt, weil heiß. Aber so geht's mir gut. Ich wünsche euch einen schönen, schnuffigen Abend. Danke fürs dabei sein. Danke für die tolle Rezeptidee an Mila Kunja und dass du sogar noch reingeguckt hast. Danke an alle, an, ja, ne, also von ihr. Danke. Und auch an Sona fürs dabei sein, wie immer. Danke für den Follow. Wir sind jetzt so kurz davor vor den 100 und wir lassen uns irgendwas richtig Schönes, Lustiges einfallen. Wenn ihr eine Idee habt, was man machen könnte, lasst es uns auf dem Discord wissen. Und wir freuen uns über jeden, der reinkommen möchte, Hallo sagen möchte oder auch nicht Hallo sagen möchte und sich einfach ein bisschen Inspiration da rein irgendwie geben möchte, was er so essen möchte oder so. Fühlt euch da willkommen, wenn ihr noch nicht drauf seid. Ich sage vielen lieben Dank und einen schönen Abend noch. Den wünsche ich euch auch, ihr Lieben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Backen.